Hallo und herzlich willkommen zurück bei Baldur's Gate 3. Ich wollte ja eigentlich diese seltsame Attacke machen, die einen riesigen Umkreis hatte, aber die gibt es einfach nicht mehr. Das hier war mal ein riesiger Kreis. Irgendwie ist es kein riesiger Kreis mehr. Okay. Deswegen werden wir jetzt mal was anderes machen. Und zwar ein bisschen Gift versprühen. Das können wir sehr gut. Weg ist unterbrochen. Warum? Hä, da kann der überhaupt irgendwas? Der kann gar nichts scheinbar. Also wirklich null. Also das funktioniert, das ist ja schon mal gut. Ach. Dann halt nicht. Vergiftet. Oh, der ist doch weiter am Nippel. Ja. Eben habe ich noch geguckt, ob der Controller noch voll ist. Okay. Was hast du jetzt davon? Krass. Schade, ich habe nur zwei umgebracht. Och. Okay. I wonder if this is worth the cost. You picked the wrong fight, friend. Nicht genügend Bewegungsrate. Hä, wie kann das sein bei Nebelschritt?
Ich glaube, man ist dann unsichtbar. Okay. Habe ich irgendwas eingestellt, dass die nicht umgehen? Ach, ernsthaft? Toll. Hat ja super funktioniert jetzt hier. Wieso brennt denn die eigentlich? Hatte ich nicht das mit den... Flieg jetzt dahin. Ach, die ist dumm. Also nicht dumm, aber Taste my fury. Och ja, genau.
okay, also die ist jetzt wirklich verbrannt, ja. Zwei bis 16 Feuerschaden. Oh nein, ich bin auch verdingst. Irgendwo ist er noch. Ach, zwei sind's noch. Oh, welcher lebt denn hier noch? Must heal.
Wo ist sie denn? Ah, hier. Wo ist die andere? Ich weiß nicht, wo sie ist. Reden. Das Problem ist, wenn ich jetzt irgendwo hingehe, dann können wir die nicht mehr ausplündern. Aufregende Neuigkeiten nehmen wir. Schüsse zum Verlorenen, was auch immer. Also ich weiß nicht, was hier passiert, aber irgendwie... Ich bin schon voll. An mich selbst. Ist gelb. Warum ist die gelb? Okay, wir gehen mal lieber zum Lager.
Immer noch überladen? Sag mal. Gehen wir erstmal ins Bett. Lace ist inspiriert. Geh was Neues. Ich will doch gar nicht ins Bett. Was passiert denn hier gerade? Was? Ich wollte auch nicht zurück. Eigentlich wollte ich erstmal mit den ganzen Leuten hier reden. Hä, jetzt ist die einfach weg. Not what it is always about. Ketherick, Gortash, and now Viconia. The seed of tyranny begins with the want for power. Nurture it, let it grow, and we become the very despots we once despised. Viconia sought that which she could never have controlled. Her failure was written from the start. Okay. Da ist der Diamant. Schwelle des Verlusts. Ich will mich das mal schnell umgucken hier. So, hier mein Büchlein. Ruhm der Nachtsängerin. Band mit charitischen Hymnen. Welche die Schönheit der Dunkelheit preisen, den Trost des Nichts und die Bedeutung der Herrin Schar alles auszuliefern. Ein Lied ist mit einem Lesezeichen markiert. Herrin Schar, Mutter Nacht, höre unser ernstes Lied. Gegen unseren Willen wurden wir von deiner Brust gerissen und in dieser Welt geworfen, in der wir nun leiden müssen. Nachtsängerin, wir sind so müd, lösche alle Sternenglut, schenke uns die ewige Ruh. Die klingen scharf, der Glaube ist stark, die letzte Prüfung kommen mag. Oh, schön, schön gereimt. There's a hole back there behind the crates. Schön, dass da ein Hole ist. Wir kommen da nicht rein ins Hole. Wir kommen doch rein. Karte von Ferun. Also Kleidung und Waffen mögen sie gern hier. Bevor wir da hinten hochgehen. Wir gucken einfach mal. Oh. Curious. Looks like someone made a little den for themselves here. Nachtorchideenhöhle. Sie häufen Reichtümer auf dem Altar, als wäre es nichts. Die Tür will Gold, Tand, Schmuck, alles, was Mammon erfreut. Bücherstapel? Nichts.
Ins Wasser kommen wir nicht. Komisch. So, ihr Lieben, ich würde sagen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.